Zwischen den Runden. Der Boxtalk mit Finn Schröder und Nils Lappan. Herzlich willkommen. Hier ist Zwischen den Runden der Boxtalk mit mir, Nils Lappan, und mit Finn Schröder. Finn, schön, dass du wieder dabei bist. Hallo. Ich spreche heute aus Holland zu dir. Ihr seht, liebe Zuhörer, egal was uns in die Quere kommt, wir nehmen diesen Podcast auf. Mit aller Macht wollen wir natürlich immer jede Woche für euch die besten Box-Themen und News und Gerüchte präsentieren. Deshalb, lieber Finn, welcome. Welcome from the Netherlands. Das hast du mir gar nicht erzählt eben im Vorgespräch, mein so, lieber Scholli. Ja, ich bin in Oatdorp aktuell. Dope Dorf. Oat, ja, das da auch, aber hauptsächlich in Oatdorp. Das ist oben irgendwo an der Küste, keine Ahnung, ist beruflich leider Ende Dezember. Mann, wäre ich doch Boxpromoter geworden. Naja, gut. Lieber Finn, ich würde sagen, wir steigen ein, beziehungsweise, nein, bevor wir einsteigen, erstmal großes Kompliment. Du hast am Wochenende zum ersten Mal als Boxkommentator arbeiten dürfen für Boxen 1, die Veranstaltung formeller. Boxen 1, Hamburg 1. Hamburg 1, Boxen 1 bist du ja schon seit 100 Jahren angestellt und quasi schon Chefredakteur. Hamburg 1 natürlich und erstmal Kompliment, schön, hast du super gemacht und ja, war mit Sicherheit eine aufregende Nummer für dich. Allerdings, ja, war allerdings aufregend. Etwas surreal, noch schwer zu begreifen, was da so abgegangen ist in den letzten Tagen, aber ja, war schön. Hast du dir auf jeden Fall verdient. Also, dass du so einen Hauch Ahnung vom Boxen hast, hast du ja über 38 Folgen zwischen den Runden bewiesen. Und ich denke, das wird sich auch heute bei der 39. Folge nicht ändern. Ich hoffe es doch. Ja. Ich hoffe es auch. schauen wir mal, wie das, erzähl doch mal ganz kurz, wie war Hamburg so, Atmosphäre? Mich interessiert natürlich immer, wie war der Ringsprecher? wie war die Veranstaltung? Ja, es war so ein Skandinavier mal wieder. Ich habe immer das Gefühl, dass die Skandinavier übernehmen so langsam dann auch bei uns die Ringsprecherkapazität. Ich weiß nicht. War in Ordnung. Kann ich nicht meckern. Ich weiß nicht, wie der hieß, aber habe ich auch nicht mitbekommen. Also die Infos waren spärlich, die man so bekommen hat. Ja, aber der hat das ganz ordentlich gemacht. Und ja, war nicht ganz ausverkauft. Klar gehen auch über 6.000 Leute rein in so eine Halle und die dann vor Weihnachten vollzukriegen, wenn du jetzt nicht gerade Klitschko oder so auf der Maincard hast, ist natürlich ein bisschen schwer. Es war ja so ein Dinnerboxen, das heißt unten an der Ringside waren überall so Dinnertische, da gab es so ein Drei-Gänge-Menü für die Leute. Also so ein Til Schweiger war auch da anscheinend, also ein paar Promis und Michaela Schäfer und Sarah Joel waren später als Nummern-Girls. Ich stand dann neben denen, ich hätte dann irgendwie andere Dinge zu tun. Gut. Das mache ich dann beim nächsten Mal. Ja, okay. Gut, gehen wir mal rein. Wie immer, liebe Hörer, ihr wisst das, es beginnt mit den Gerüchten, mit den News. Was hat sich getan in der Boxwelt in den letzten 7 Tagen? Wir hatten ein sehr interessantes Interview mit dem geschätzten Tobias Treves, Vincent Feigenbutz samt Manager Rainer Gottwald haben da über die Zukunft des Schützlings Feigenbutz gesprochen. Was mich immer so ein bisschen, was mich dabei gefreut hat, ist, dass auch große Sender wie Sport1 dann Schwierigkeiten haben, ein Skype-Interview in hoher Qualität zu übertragen. Also nicht nur wir kennen das Problem, wenn wir einen Boxer interviewen, dass es da immer Schwierigkeiten gibt mit der Qualität. Auch Sport1 hat das da nicht 100% sauber gelöst, glaube ich. Trotzdem natürlich ein sehr interessantes Interview und auch immer beeindruckend, wenn so ein Kollege wie, also jetzt Tobias Treves, der macht das ja seit 1910, ist er ja im Boxgeschäft tätig, auch dann, wie er es schafft, ich weiß nicht, ob du das Interview gesehen hast, da gewisse Dinge zu umkurven oder dann doch rauszukitzeln, also das da bei ein paar Aussagen da so ruhig zu bleiben, sehr interessant. Unter anderem kam natürlich die Aussage, man will jetzt gegen, also Saul Alvarez, Canelo wäre ein Mann, gegen den man gerne boxen würde. Wenn man die Auswahl hätte zwischen Rocky Fielding und Alvarez, würde man sich für Alvarez entscheiden. War ein sehr interessantes Interview auf jeden Fall. Hast du es gesehen?
Ich habe es gesehen, tatsächlich, ja. Mhm. Aus dem Heim von Herrn Gottwald war das doch wieder. Ja, ja, war ganz interessant. Man scheint da sehr hohe Ansprüche zu haben. Was man so raushören konnte, ist auch ein Kampf gegen Abraham. Irgendwie nicht, steht nicht zur Auswahl, weil es momentan einfach nicht zu finanzieren ist in Deutschland, diesen Kampf zu machen scheinbar. Dafür ist das Geld nicht da, um die auch die Parteien dann auch jeweils zufriedenzustellen, was die Börsen etc. betrifft. Also scheint man sich nach ins Ausland zu orientieren. Aber zunächst wird man wohl jetzt im Frühjahr in Karlsruhe boxen. Das ist ja auch fast so wie Las Vegas, wenn man so möchte. Und dort soll es gegen den Polen Przemysław Opalach gehen, den ich nicht kannte. Ja, und ich kenne viele Leute, so im Boxen, viele Boxer, auch aus Polen, aber den kann ich nicht. Und gegen den boxt er, und es soll um den glorreichen GBU-Weltmeistertitel gehen im Supermittelgewicht. Ja, Opalach hat es mal auf dem ganz ordentlichen Rekord, glaube 22,5 oder was ist er? Oder sowas? Nee, Quatsch. Hey, 2 Niederlagen hat er, glaube ich, ne? 27,2, genau, ja. mit 22 Knockouts. Das sieht natürlich ganz formidabel aus auf dem Papier. Aber ja, ist natürlich, sagen wir mal, wieder ein Stay-Busy-Kampf. Seien wir mal freundlich heute. Ja. Ist ein Stay-Busy-Kampf. Ja, wenn er dann tatsächlich einen WM-Kampf möchte, dann, ja, dann kann er das so machen, aber ich weiß nicht, ob Canelo unbedingt Vincent Feigenbutz als erste Option für so einen Kampf ansieht. Ich denke sowieso nicht, dass Canelo, da kommen wir später nochmal drauf zu sprechen, seinen Titel behalten wird. Ich glaube, der wird versuchen, eher im Mittelgewicht wieder zu boxen. Aber dann wird vielleicht ein Titel frei, ein vakanter Titel, und dann darf vielleicht Vincent Feigenbutz dann in der UFKO-Halle um die WM boxen. Wir werden es dann sehen. Ja, warten wir es ab. Auf jeden Fall sehr interessantes Interview. Kann man sich gerne mal anschauen bei den Kollegen, würde ich fast sagen. Es wäre ein bisschen hochgegriffen für uns beim Boxsender, aktuell Nummer 1 in Deutschland, Sport 1. Könnt ihr euch das Ganze mal anschauen. Wirklich interessante Einblicke und auch teilweise interessante Ansichten. Wir hatten auch die letzten Wochen immer wieder darüber diskutiert, was macht AJ? Jetzt gab es den Kampf Wilder gegen Fury. Wir haben schon sehr, sehr viel darüber gesprochen. Das Rematch wurde von der, wer hat den angesetzt? IBF, ne? Nee, Quatsch. WBC, richtig. Den Gürtel hält ja Wilder. WBC hat das Rematch angesetzt. Und sie sind angeordnet, also sozusagen freigegeben. Genau. So, jetzt hat aber Joshua gesagt, im April, da hat er ja das Wembley-Stadion gebucht, er will Wilder. was war das für eine genaue Aussage? Was sagt Wilder dazu? Gibt es da schon Infos? Naja, es ist halt ein bisschen viel momentan, was an Informationen reinschwappt. Es ist schwer, da einen Überblick zu behalten, was AJ hat gesagt, dass er Wilder präferiert. Er möchte nicht gegen Fury boxen. Der ist für ihn uninteressant im Moment, weil er will diesen letzten WM-Gürtel haben im Schwergewicht, um sozusagen Undisputed Champion zu werden. Deswegen ist Wilder hin eine weitere Option, und er möchte unbedingt gegen ihn im Wembley-Stadion dann im April boxen. Das ist die Aussage von AJ, und ja, Wilder ist momentan so ein bisschen komisch drauf. Ne? Dann weiß man nicht, was der dann sagt. Er, jetzt betteln sie um WM-Kampf. Erst wollten sie den nicht, jetzt betteln sie um Kampf gegen mich. Und ja, zeigt sich so ein bisschen, macht sich rar so ein bisschen, ne? Mhm. Was das einem angeht. Also, das wird aber mal, er hat auch seinen Stellenwert jetzt erhöht gegen Joshua, muss man sagen. Ne? Also, gegen Fury meinst du? Ja, also durch den Kampf. Gegenüber. Genau, gegenüber Joshua hat er, ich glaube, der kann jetzt 5 Millionen mehr fordern, bin ich mir sicher. Ja, aber er kann nicht mit reingehen, ich will 50-50 haben, das geht nicht. Nee. Also das ist nicht vereinbar. Er muss da schon realistisch rangehen, aber ja, klar, ich denke auch, dass er hören ihn, die haben ja ein Angebot jetzt nochmal gemacht. Ich denke mal schon, dass da mehr Geld nochmal dabei war. Ja. Sie haben halt 320.000 Pay-Per-Views verkauft in den USA, das ist in Ordnung. Ja, aber das ist halt auch nicht, ich meine, Wilder hat auch gesagt, sie verkaufen 2,5 Millionen oder so. Davon waren sie ein bisschen weit entfernt.
Das ist in Ordnung, das war besser als erwartet. Man hätte mit 250.000 vielleicht gerechnet, also man hat es ein bisschen übertroffen, das ist nicht schlecht. Macht aber natürlich auch nur nicht, eine Schwalbe macht noch keinen Sommer, wenn man so will. Das heißt natürlich nicht, dass er jetzt die ganz krassen Forderungen stellen kann. Aber natürlich, ja, ein bisschen, also 60-40 vielleicht oder so, oder 65-35 oder so. In dem Rahmen wird man sich dann irgendwie bewegen müssen. Bin gespannt. Ich hoffe, wenn es kein Rematch gibt, dass der Kampf kommt zwischen Wilder und damit wir mal da so eine klare Sache jetzt haben, wer Undisputed Champion ist und nicht. Ne? Nicht, dass es noch diese Gefahr jetzt entsteht, dass sich das hinzieht und dann verliert einer und dann teilen sich die Titel wieder auf zig verschiedene Köpfe auf und dann haben wir wieder ein Chaos, sondern dass wir mal jetzt mal ganz genau wissen, wer sozusagen der Undisputed Champion ist und dann kann man mal weitergucken. Deswegen hoffe ich, dass der Kampf kommt. Wenn es kein Rematch geben sollte. Also ja, es wird immer interessant nochmal werden. Also bis April, das klingt bald zu lang, es sind jetzt aber noch knapp 4 Monate. Ich glaube, es ist sogar der 16. April. Also fast genau auf den Tag, genau 4 Monate. Dann muss natürlich noch erstmal so einen Kampf ankündigen, dann musst du eine Promotour machen. Also das müsste jetzt auch langsam kommen, ne? Mhm. Also da müsste man sich einigen. Ansonsten denke ich, wird man das machen. Ich hab übrigens letzte Woche ja gesagt, dass Usyk vielleicht der Kandidat wird für AJ. Mhm. Da hört man jetzt andere Sachen, dass Usyk vielleicht auch erstmal eine Auszeit nimmt, jetzt auch nochmal und noch nicht für April bereit ist, weil er halt auch so viel geboxt hat in dem letzten Jahr und so viele großen Kämpfen war. Das heißt, vielleicht wird das nicht. Also man hört jetzt immer wieder mehr den anderen Kandidaten, den ich genannt habe, Wladimir Klitschko. Immer mehr von dem, ob der jetzt ein Comeback macht. Also es werden nochmal entspannende, also die nächsten 4 Wochen oder so werden richtig interessant, was das angeht. Also vielleicht werden wir sogar noch vor dem Ende des Jahres noch irgendwas hören, vielleicht eine Ankündigung hören, so eine Schocknachricht. Also wir müssen auf alles gefasst sein. Wahrscheinlich kriegen wir es nicht mehr in unseren Jahresrückblick runter, aber na klar. Naja. Wir sagen Eddie Bescheid, der soll das rechtzeitig uns vorher stecken, dass wir was mit aufnehmen können. Wir haben über den Kampf Wilder Fury lange gesprochen, wir haben jetzt über Wilder gesprochen, über Fury gibt's auch eine News. Sein Coach Davison, ganz junger Kerl, ich glaube 26 ist der, ne? Ja. Wurde ja auch gemunkelt, irgendwie Trainer des Jahres und keine Ahnung. Ein anderer Star-Coach hat sich da jetzt nicht so mit Lobesliedern, hat nicht so damit um sich geworfen. Und zwar der bekannte Freddie Roach, der hat nämlich den Tyson Fury-Trainer kritisiert. Was war denn da los? Ja, bekanntermaßen war Freddie Roach ja in der Ecke auch dabei, als Cutman beim Kampf. Weil auch das Team Fury hat ja auch im Wildcard-Gym in L.A. trainiert, von Freddie Roach. Und ja, das war jetzt ein Interview mit Christine Leahy bei Fair Game, das ist eine Kampfsport-Interview-Reihe auf YouTube. Und da war im Interview und hat da angekündigt, er war ein bisschen enttäuscht von den Anweisungen, sozusagen, die Ben Davison gegeben hat, da er, Freddie Roach ist ja auch dafür bekannt, dass er ein Offensivgeist ist, was das Boxen angeht. Also er will auch, dass seine Boxer dann auch mal den Knockout suchen. Und er hatte das Gefühl, dass Wilder mehrfach angeschlagen war in dem Kampf und dass Fury auf den K.O. hätte gehen sollen. Also dass er es mehr versuchen sollte und dass Ben Davison wiederum zu sehr ihn zurückgehalten hat, sozusagen gesagt hat, versuch nicht zu viel, versuch nach hinten zu gehen, weich nach hinten und sozusagen, weil, das hat er auch vor dem Kampf schon erwähnt, Roach, das hat er sehr gut analysiert, er hat vor dem Kampf gesagt, Wilder wird nicht in der Lage sein, die 1-2-Kombination von Fury zu umgehen, wo er richtig lag. Na, also, wie wir gesehen haben, wie oft Fury mit der 1-2 Jab und dann die rechte gerade, wie oft er durchkam gegen Wilder, hat er da richtig gesehen. Also er hatte das Gefühl, dass er noch mehr nach vorne hätte gehen sollen, und sozusagen um Wilder vielleicht auszunocken. Außerdem hat er noch erwähnt, da Davis noch einen anderen Boxer auf derselben Card betreut hat, auf der anderen Card, Isaac Lowe, das ist so ein Federgewichtler aus England. Und Roach war halt aufgefallen, dass Ben Davison quasi die gleichen Anweisungen gegeben hat den Boxern. Und ne, einmal ein Federgewicht und einmal ein Schwergewicht, das ist halt so, ne, also das sind eigentlich komplett andere Typen einfach, da vielleicht auch ein bisschen zu variieren, deswegen, aber die wollen sich jetzt auch noch zusammensitzen nach Weihnachten, auch Roach, und die haben irgendwie ein Meeting und dann wollen sie mal abklären, was das betrifft, ob
ja, wie die Rolle da ansieht. Und er sagt ja auch, er würde gerne den Davison noch unterstützen und ihm noch Raten zur Seite stehen. Aber mal sehen, wie der die Kritik auch dann auch aufnimmt, ne? Ob er die positiv aufnimmt oder sagt, das war jetzt irgendwie, das hätte sie intern mir sagen können, aber warum machst du das in der Interviewsendung? Also ich bin ja ganz 100% auf Ben Davisons Seite. Also, weißt du, hat er nicht, das weiß ich ja nicht. Nee, aber das, ja. Also mit auf der Seite meine ich, also A, sagt man sowas nicht öffentlich, das geht nicht. Es geht einfach nicht. Ja, also wenn du jetzt sagst, Nils, keine Ahnung, du moderierst hier im Podcast Scheiße, dann gehst du ja nicht, machst ja nicht einen Artikel auf Boxen 1, sondern du rufst mich ja an und sprichst mit mir darüber. Ja, das mache ich, das macht man nicht. Punkt Nummer 1. Punkt Nummer 2. Hat der Junge es geschafft, ich sage jetzt Junge nicht despektierlich, der ist halt einfach nur mal wirklich sehr jung als Boxtrainer, ja. Ein Tyson Fury, der komplett aus der Spur geschossen ist, in eine Bahn zu lenken, die funktioniert. Er hat quasi perfekt gelöst im Kampf. Ja. Also klar, das waren die zwei Niederschläge nicht einkalkuliert, aber er hat trotz zwei Niederschlägen, kann man den Kampf trotzdem noch Fury geben. Ja, also es war meiner Meinung nach, also ich bin jetzt natürlich auch nicht so nah dran gewesen wie Freddie Roach, aber ich habe jetzt nicht gesehen, dass Wilder heftig angeklingelt war, dass jetzt ein Tyson Fury, der nicht der große Knockouter ist, da noch das Risiko gehen soll und auf einen Knockout gehen. Also ich hätte jetzt mit meinem laienhaften Auge, sage ich, war die Taktik, die Davison vorgegeben hat, komplett richtig. Ja, natürlich. Er hat auch noch mal erwähnt, positiv erwähnt hat Roach nochmal, dass er sehr beeindruckt war davon, wie Ben Davis ihn in Form gekriegt hat, ne? Also in dem Jahr, ne? Das hat er nochmal erwähnt. Aber ja, ich würde auch sagen, dass vielleicht meint er es auch gar nicht so, dass er aufs Ganze hätte gehen müssen, sozusagen unbedingt den K.O., aber er hat es ein bisschen mehr versuchen sollen. Vielleicht meint er das so. Okay. Der muss ja auch mal sagen, der Freddie Roach hat auch, der ist auch krank, also Parkinson und so, ne? Ich meine, das ist ja schwer gezeichnet auch und so. Also, ich glaube, der hat auch. Ich lasse nicht so, ja, wie soll ich das sagen, der hat nicht so den Filter. Ja, ich weiß. Der sagt einfach manchmal, glaube ich, Sachen einfach, weil wie es ihm der Schnabel gewachsen ist, ohne dass er da drüber nachdenkt groß. Ja, du hast recht schon, dass man das auch nicht so, dass man auch öffentlich nicht machen sollte, vielleicht im Hintergrund einmal sagen müssen, vielleicht noch ein bisschen mehr hätte er machen können und so, aber naja, gut. Wird auf jeden Fall interessant zu sehen sein, wie sich das ergibt, ob Freddie Roach auch im nächsten Kampf dabei ist, wie sich die Trainerkonstellation da für die Zukunft ergibt. Auch da haben wir wieder viel vor uns zusammen. Genau, also es gibt sehr viele spannende Themen dann natürlich auch in den nächsten Tagen und Wochen und ja, wir sind gespannt auch, was dann im Team Fury passiert. Schauen wir, was ist passiert das letzte Wochenende. Wir starten mit einem Kampf, den es schon mal gab. Es geht um den Kampf Gilberto Ramirez gegen Jesse Hart. Geboxt wurde im American Bank Center in Corpus Christi. Und diesen Kampf hat, wie den ersten Kampf, Gilberto Ramirez gewonnen. Damals hat er das Ding, glaube ich, einstimmig gewonnen. Diesmal war es zumindest, was die Punktzettel angeht, eine deutlich engere Nummer. Es ging um den WBU-Gürtel im Supermittelgewicht. Ja, lieber Finn, du hast den Kampf mit Sicherheit gesehen. Ich habe nicht gesehen, muss ich zugeben. Erzähl, wie war es? War das wirklich so eine enge Nummer, wie es nachher aussieht? Beziehungsweise kann man aus den Punktzetteln vielleicht sogar schon ablesen, dass das ja vielleicht auch andersrum hätte gewertet werden können? Ja, hätte man vielleicht andersrum werten können, aber es war wahrscheinlich schon in Ordnung, so sagen wir mal so 115, 113. Close, but clear. Jesse Hart hat besser angefangen, hat zunächst also einige Runden gewonnen durch höhere Aktivität, weil hat dann aber hinten raus halt viel Abwick gegeben und hat Ramirez dann so ein bisschen das Ruder übernommen, deswegen würde ich sagen, ist es in Ordnung. Von der Robbery kann man da, denke ich, nicht sprechen. Also, aber auch, ja, nicht so, dass Ramirez sich jetzt hier mit Ruhm bekleckert hätte. Und das großartig. War ja das, was du letztes Mal schon in der letzten Folge angeteasert hast. Irgendwie so in deinen Augen stagniert Gilberto Ramirez so ein bisschen, beziehungsweise ist ein Tick overhyped. Bist du nach dem Kampf immer noch der Ansicht? Ja, und er hat auch noch keinen wirklich. Jesse Hart ist ein guter Mann, ne? Aber auch Jesse Hart ist ja jetzt nicht so jemand, der sich jetzt in der Weltelite auch schon so bewiesen hat über Jahre hinweg. Und das hat auch und Ramirez hat noch nie mal jemanden geboxt, der jetzt wirklich auch auf der Höhe seines Könnens ist und seit Jahren wirklich auch schon top ist.
Also Abraham war schon durch, den hat er geboxt und das war auch stilistisch ein sehr, sehr einfaches Matchup. Der war ja gefühlt 3 Köpfe kleiner und den konnte er nach Belieben sozusagen herboxen. Und sonst hatte er halt viele auch richtig unbekannte Gegner dabei, die man überhaupt gar nicht kannte bisher. Er war auch nicht in der World Boxing Super Series dabei, dadurch waren viele gute Gegner blockiert für eine Weile. Das heißt, ja. Und jetzt redet er natürlich davon, dass er ins Halbschwergewicht möchte. Also hat er eigentlich im Prinzip niemanden wirklich, außer Jesse Hart, den Abstrichen, hat er niemanden wirklich richtig, richtig Gutes im Supermittelgewicht besiegt. Ja, ist schon ein bisschen enttäuschend. Ich weiß nicht, irgendwie. Er hat einen guten Trainer auch mit Nacho Beristain, Trainerlegende aus Mexiko, also dass der auch Marquez und so trainiert hat. Also es ist ein richtig guter Mann, aber irgendwie, ja, sehe ich da jetzt keine große Entwicklung zum Kampf von Abraham, der ja auch, wann war das denn? Irgendwann im 2016, irgendwann April oder so. Also es ist ja schon 2,5 Jahre her. 2 Jahre, 8 Monate. Also das ist schon, da ist nicht viel passiert in der Zwischenzeit, würde ich sagen. Also ja, und im Halbschwergewicht, da wird das die Luft dünner, weil da auch physisch und halt auch stärkere Männer dabei sind. Also, ja, man hatte ja die Hoffnung, dass Ramirez so der nächste mexikanische Star werden kann. Das glaube ich nicht. Klare Ansage, aber unterstütze ich völligst, was du da gerade von dir gegeben hast. Gut, schauen wir mal weiter, wenn Ramirez nicht der große Mann wird. Schauen wir mal, was hat einen weiteren Kampf. Warte mal. Guck mal hier, ich bin komplett durcheinander. Parker Flores, darüber wollte ich sprechen. Habe ich auch nicht gesehen. Musst du auch was zu erzählen? Ja, ich habe nur den Knockout gesehen. Der war relativ krachend, war halt schwer, schwer Material da zu finden, irgendwie aus Australien im Nachhinein. Also man findet dann teilweise nur so Clips. Auch geil, ne? Jahr 2018, nichts zu sehen. Ja, ist irgendwie, weiß ich nicht. Nicht Australien, aber auch Australien, Neuseeland, manchmal. Entschuldigung. Hat dann irgendwie, ja, war aber irgendwie auch, hat ihn auch davor irgendwie auch tief getroffen. Also da war ein bisschen umstritten, da war ein bisschen der Flores auch verärgert im Nachhinein, dass er da irgendwie, dass das nicht vom Ringrichter ermahnt wurde, dass er da irgendwie tief getroffen wurde. Und dann gab es irgendwie eine Kombination und dann war der gute Flores am Boden. Es war ja ein klares Mismatch. Aber gut, für Parker, dass er nochmal reinkommt, ganz in Ordnung. Und auf der Undercard hat auch noch Junior Farr geboxt. Das ist ein anderer Sperrgewichtler aus Neuseeland. Der hat auch gegen Parker bei den Amateuren paar Mal geboxt. Ganz guter Mann. Physisch ein richtiger Brocken, denn in der ersten Runde gewonnen gegen den Argentinier. Rogelio oder irgendwie sowas. Also ein alter Hase, den er da geboxt hat, den hat er in der ersten Runde ausgenockt und hat dann verkündet, dass er gegen Parker gerne boxen würde. Also das wäre vielleicht ein Duell in Neuseeland. Parker gegen Junior Farr. Gut. Machen wir direkt weiter, würde ich sagen, zum nächsten Mismatch. Rocky Fielding gegen Saul Alvarez. Also, wir hatten es vorher angesprochen, das muss ein Weltwunder her, damit es für Rocky Fielding gegen Canelo einigermaßen gut läuft. Jede Runde einmal runter und dann raus, abgebrochen worden, der Kampf vom Ringrichter, auch völlig zu Recht. Also Rocky Fielding mit relativ wenig Chancen gegen einen soliden bis guten Saul Alvarez. Trotzdem finde ich, was man lobend erwähnen muss für Rocky Fielding, also wenn man so unfassbar unterlegen ist und weit hinten ist, aber diese Chance hat, jetzt so das größte Upset des Jahrzehnts quasi zu machen, dann hat er es genau richtig gemacht. Also immer wenn er getroffen wurde, sofort runter, sofort Knie auf den Boden, sich anzählen lassen, klar da gewesen, hat 2-3 Mal auch seine Chancen gesucht. Also wir haben ja schon auch andere Kämpfer gesehen, die gegen vor scheinbar unmöglichen Aufgaben gestanden haben. Die haben sich in der Doppeldeckung vergraben und haben nie versucht, mal einen Schlag zu setzen. Rocky Fielding hat es ja wenigstens probiert, also ab und zu auch im Infight. Lustigerweise halt als 30 cm größerer Mann ist nicht über eine lange Führhand probiert, sondern im Infighter dann versucht man 1-2 Kombinationen zu schlagen, hat gemerkt, es geht nicht und jedes Mal, wie gesagt, bei einem harten Treffer sofort runtergegangen. Ist absolut richtig, wie er es gemacht hat. Ich glaube, der hat jetzt auch nicht so krasse Kopfschmerzen, wie es andere wahrscheinlich hätten gegen Canelo. Aber halt, ja, chancenlos. Ich hatte ja prognostiziert, dass das über die Runden geht. Du? Aber halt nicht, ja. Aber halt ja. Nicht mit so einer Taktik. Ja.
Ich hätte ja, das hätte ich vielleicht stärker herausstellen müssen. Na, das habe ich auch in anderen Gruppen und so geschrieben. Ja, ja, also du kannst natürlich nicht so boxen wie gegen. Habe ich es nicht erwähnt, dass er nicht so boxen darf wie gegen Tyron Zeuge. Ja, ja. Er hat genauso geboxt wie gegen Tyron Zeuge. Ja. Doppeldeckung hoch und versucht am Mann den unter Druck zu setzen. Und das war sowas von zum Scheitern zum Verurteilen. Du musst halt versuchen, deine Reichweite zu nutzen, so ein bisschen und dich zu bewegen. Es hat er null gemacht, hat versucht, seine physische Überlegenheit da in reinzusetzen und hat gesehen, dass der physisch stärkere Mann war Canelo. Der war zwar drei Köpfe kleiner, aber halt wesentlich mehr Kraft in den Schlägen auch. Und das war ja wirklich Sandsack-Training. Der konnte nach Belieben seine Haken zum Körper da. Also ich weiß nicht, was das sollte. Also sorry, kannst du mit so einem Gameplan kannst du da nicht reingehen. Es war ja klar, er hat ein paar Mal zurückgefeuert, aber das war schon richtig, richtig, richtig schwach. Und ja, gut, er hat ein bisschen Geld verdient, aber das war dann doch peinlich, muss ich sagen. Und ja, weiß ich nicht, was Rocky jetzt noch machen soll nach der Vorstellung. Jetzt zurück nach England, um den British Title boxen. Ja, gut. Vielleicht lässt es auch ganz sein. Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Also ich weiß nicht, was das für einen Sinn hat sonst. Weil man hat sie dann auf dem Niveau dann auch reizlich. Ja, ja. Also ist aber auch, zeigt aber auch der Unterschied zwischen einem Tyron Zeuge und der wirklichen Weltspitze, ne? Ja, ja. Also das war echt heftig, weil der Rocky Fiend hat den Tyron Zeuge richtig, richtig verdroschen in den letzten ein, zwei Runden da in dem Kampf. Ja. Und der hier war ja komplett chancenlos. Der ist ja auch gegen Callum Smith in der ersten Runde K.O. gegangen. Komplett chancenlos. Also, ja, dann sieht man mal wieder so. Klar kann man diese Quervergleiche nicht immer ziehen, aber manchmal ist es doch ganz ratsam, da mal hinzugucken. Ja, da möchte ich nochmal lobend an das Interview von Enrico Kölling erinnern, der gesagt hat, ey Leute, die Weltspitze ist so weit weg, ja, so weit weg. Deutschland, Europa, da sollen wir uns erstmal messen und dann gucken, wer von uns der Beste ist und der kann vielleicht mal versuchen anzuklopfen. Das sollten auch andere beherzigen. Ja. Was hatten wir noch auf der Undercard? Ja, ich habe die Undercard tatsächlich nicht mehr hingekriegt. Die Ergebnisse waren halt, dass Tevin Farmer seinen Titel verteidigt, relativ souverän anscheinend gegen Francisco Fonseca. Und Katie Taylor hat Eva Wallström klar ausgepunktet, soll sehr gut ausgesehen haben. Also ich werde es mir nochmal später im Nachhinein jetzt nochmal angucken, ich hatte nicht die Zeit. Was man erwähnen kann, David Lemieux sollte auch ebenfalls boxen gegen den guten Toriano Johnson. Der Kampf ist ausgefallen, weil Lemieux mit starker Dehydrierung im Krankenhaus gelandet ist vom Kampf. Das Gewicht hat er nicht gepackt und ja, hat sich abgezeichnet bei ihm, weil er halt schon öfter starke Probleme hatte im Gewicht und sehr, sehr kaputt aussah bei den Weigh-Ins. Also scheinbar entweder er verändert was an seinem Lifestyle, weil er, glaube auch nicht so der disziplinierteste Typ ist, der sehr viel Gewicht in kürzester Zeit machen muss. Oder er geht hoch ins Supermittelgewicht, aber sonst ist das halt wirklich gefährlich, weil er halt auch jemand ist, das ist so ein Puncher, der halt auch einfach in den Krieg zieht öfters. Und wenn du dann dehydriert auch mal in den Kampf gehst und dann in so einen Krieg ziehst gegen, ja, das hätte auch richtig böse ausgehen können, wenn er es geschafft hätte, aber trotzdem irgendwie geschwächt wäre, dann hätte er jetzt gegen den Johnson geboxt und dann keine Ahnung. Ja, wir haben es dabei Stevenson gesehen, dann kann es wirklich dann noch zu viel sein. Gibt es da was Neues eigentlich von der Donis? Nein. Also die bitten ja auch immer um Stillschweigen. Ja. Und ist auch richtig. Die Familie will ja auch erstmal da Ruhe haben. Also. Ist absolut richtig. Wir haben auch für einen Gutknecht lange nichts erfahren gehabt und ist immer so, muss man immer gucken. Genau, was mir gerade eingefallen ist, wir haben auch zwei, drei Fragen bekommen mit der Bitte, die hier im Podcast zu besprechen. Ja, die erste werden wir aber nicht beantworten. Also das mit die ja ganz oben steht von dem gewissen Herrn, also die brauchen wir nicht beantworten. Das ist reine Provokation, da müssen wir uns nicht drauf einlassen. Aber wir haben auch nicht nur auf dem Posting, wir haben auch noch über andere Kanäle Fragen reinbekommen. Die werden wir auch beantworten, nicht in dieser Folge, weil wir hier heute leider ein bisschen aufs Tempo drücken müssen, weil gleich die lieben Kollegen wiederkommen. Deshalb leider diese Woche nicht, aber wir werden auf jeden Fall dieses Jahr eure Fragen noch beantworten. Auch vielen Dank dazu und auch gerne mehr davon. Sprechen wir über die Veranstaltung mit dem katastrophalen Kommentator.
mit der Veranstaltung, die du hautnah vor Ort miterlebt hast und in einer ganz anderen Rolle als sonst. Ich hoffe, du hast trotzdem ein paar Eindrücke noch behalten. Also ich habe das sehr oft, dass wenn ich sowas mache, wenn ich kommentiere oder Ringsprecher bin, dass ich danach quasi komplett einen Blackout habe und im Grunde gar nicht mehr weiß, wo die Veranstaltung war. Wenn man so voller Adrenalin ist, ist bei mir zumindest das so. Ich hoffe, bei dir ist es ein bisschen anders und du kannst noch ein bisschen mit mir über die Kämpfe sprechen und würde einfach mal einsteigen und hoffe, du weißt noch, wie Sebastian Formella gekämpft hat gegen Betül Oshona. Das weiß ich, ja klar. Ich habe es auch nochmal auf Boxrec vor mir stehen. Ja, also, sehr gut. Nein, aber das war der Hauptkampf der Veranstaltung und ja, der gute Basti, Hafenbasti, hat das sehr souverän gemeistert. Oshona ist ein unangenehmer Gegner, das hatten wir, glaube ich, vorher auch analysiert ungefähr. Hat versucht, dann mit überfallartigen Attacken da rein teilweise so reinzuspringen und dann hat sie dann rausgezogen, sobald einmal mal härter getroffen wurde. Aber Formella hat das klar und deutlich gemacht und ja, man kann fast sagen, es sah von den Deutschen, die gegen Oshona geboxt haben, wahrscheinlich am besten aus. Hat eigentlich jede Runde gewonnen, fast, und klar und deutlich gemacht, hat ihn hier und da mal einen abbekommen, aber das war schon eine gute Leistung. Ja, und Oshona ist auch ein guter Mann, das darf man echt nicht vergessen. Ist ein ganz guter Mann und ja, für Basti ist das Ziel nächstes Jahr Weltmeisterschaft. Da wollen sie hin, also Errol Schellern hat auch darüber gesprochen, dass sie auf jeden Fall vielleicht sogar nach Amerika wollen irgendwie, also wir sind gut im Gerängt bei der WBO, vielleicht geht da was, also man wird alles in die Wege leiten. So, ja. Und ja, genau, das wird man machen und ja, auch ich glaube, nochmal auf der Pressekonferenz wurde nochmal über, nach dem Kampf wurde nochmal über Ilbay auch gesprochen, könnte man machen, also Schellian ist nicht so begeistert davon, weil er nicht sieht, was der Sinn ungefähr da im Duell ist, wenn man eigentlich um eine WM boxen möchte, aber er wird es machen, wenn auf einer geteilten Veranstaltung mit Sauerland, dann aber in Hamburg, hat er als Voraussetzung gemacht, werden wir dann sehen, wäre auf jeden Fall ein guter Kampf und ja, er wurde dann auch von Boxen 1 zum Boxer des Jahres gewählt, wir hatten ja, Abid war ja auch dabei, Abid Hust, und der hat einen Preis dabei gab, so ein Pokal war das, so eine Art für den Boxer des Jahres, also Formella, Deutschlands Boxer des Jahres. Da haben wir noch, ich hatte angefangen auf der Veranstaltung noch Erik Pfeiffer, der hat noch geboxt, der war einmal unten. Hörst du mich noch? Ich höre dich noch, ja. Ja, ich höre ganz gespannt zu. Ja. Ja, der hat gegen, das war mein erster Kampf, den ich kommentiert habe, gleich den wunderschönen Georgia Tonike Puriachimishvili. Ich durfte ihn ein paar Mal aussprechen, das war natürlich ein wunderbarer Einstieg. Ja. Ich habe ihn dann immer Tonike genannt meistens. Ging um die volle Distanz und wie gesagt, Erik Pfeiffer war einmal am Boden, hat sich da an den Seilen was gefangen, also muss man abwarten, wie es bei Pfeiffer weitergeht. Er ist ja schon ein bisschen reifer, sagen wir mal so, mit 31. Mhm. Jetzt gerade erst im Profigeschäft drin und ja, hat viel genommen in dem Amateurbereich schon. Also mal sehen. Ja, dann hat Jürgen Bremer hat dann geboxt, hat ein Comeback gegeben gegen Pablo Nivas aus Argentinien. War eine grundsolide Leistung. Fünfte Runde hat er durch TKO gewonnen. Sah eigentlich so aus wie immer Bremer. Also der Mann trainiert wahrscheinlich jeden Tag. War auch 400 Gramm unterm Gewicht, ne? Also unterm Limit vom Supermittelgewicht. Also Wahnsinn, der ist immer in Form und ja, war eine gute Leistung. Hat das Ding klar gewonnen. Wobei der Nivas hat mal vor 11 Jahren hat man um eine WM geboxt gegen Anthony Mundin. Man mag es kaum glauben. Dann hatten wir den Schwergewichtskampf noch, wenn wir darüber mal sprechen wollen. Christian Hammer gegen Michael Wallisch. Hätten wir da mal gewettet. Mein Lieber, hätte ich mich da mal auf eine Wette eingelassen, aber jetzt ist es zu spät. Ja, erzähl mal was dazu. Ja, also ging so los, dass, ja, Wallisch, ich muss mal sagen, ich habe Wallisch auch einen Hautnah dann gesehen, der war bei mir in der blauen Ecke da. Der sah sehr angespannt aus vom Anfang an, ne? Also am Anfang dachte man ja, es ist Konzentration. Im Nachhinein würde ich sagen, er war sehr angespannt, sehr nervös. Während Hammer ja eher sehr locker in den Ring kam. Und ja, hat man auch gesehen, also Hammer, Wallisch hat da hier und da seine Treffer landen können, aber es war
aber keine boxerische Linie so wirklich drin und hat seine Distanz nicht gefunden, während Hammer halt schon früh zum Körper auch getroffen hat und immer wieder mit Haken durchkam. Und da gab es eine ganz kuriose Szene, in der vierten Runde war das, glaube ich, sind die beiden mit dem Köpfen aneinander gerasselt, unabsichtlich. Und der Wallisch ist einfach sitzen geblieben. So, und dann hat der Ringrichter gefragt, kannst du weitermachen? Nö, und er antwortet nicht, und hat der Ringrichter abgebrochen den Kampf. Das wäre, weil es halt kein, so hat es Errol Shader im Nachhinein erklärt, dass es keinen Cut gab. Ja, also es ist nicht ein Cut, der das gestoppt hat, sondern es war einfach nur, weil er nicht weitermachen konnte. Und es war halt unabsichtlich. Es ist ein TKO-Sieg für Christian Hammer sozusagen, im Regular, so nach den Regularien. Da hat die Ecke von Wallisch hat richtig protestiert, hat den Michael Müller-Maas, wie hieß der? Michael Maas? Frank Michael Maas. Hm? Haben den wüst beschimpft und es war richtig aufgeheizt und dann nach 2 Minuten oder so, Hammer hat schon gejubelt, kam dann die Info und von außen kam dann noch irgendwie Reinruf und dann hat er gesagt, ja, kannst du weitermachen? Und dann hat er sich überstimmen lassen, der Ringrichter, dann haben sie weitergeboxt. Also das habe ich auch noch nie gesehen. Also ganz komisch. Also ich kenne das von so Amateurveranstaltungen halt. Ja, also ich kenne das häufiger mal, habe ich mal gesehen. Ja. Aber Mario Palatin war auch da, vom österreichischen Verband und alle möglichen, die waren da. Und die haben es grünes Licht gegeben, dass es weitergehen kann. Und ja, dann haben sie geboxt und ja, man hat aber angesehen, dass der Wallisch raus wollte. Hat dann auch ein paar Schläge genommen und dann in der fünften Runde war es so, da hat er sich abgeduckt. Ich glaube, der hat gewartet, dass ein Break-Kommando kam, weil Hammer die Hand einmal auf seinem Hinterkopf hatte, hat gewartet und kam nicht und hat Hammer ihn einfach eine Rechte verpasst und dann ist er so an den Seilen so sitzen geblieben. Hat sich aussehen lassen und das war's. Aber er sah auch konditionell fertig aus und ja, also auch wenn man so gehört hat, dass der Errol Shaler auf der Pressekonferenz, das kann man ja auch nachgucken auf YouTube, das erzähle ich nichts Geheimes, das ist bei Fighting Now, gibt es die Pressekonferenz, der hat ordentlich abgeledert gegen den, ne? Also, was hat er gesagt? Das ist ja vorbei jetzt auch für Wallisch und so weiter. Und das war ja nichts. Wir waren sowieso sicher, dass Hammer gewinnt, vor allem nach dem Wiegen, wo Hammer ja auch so ein bisschen beherzter aufgetreten ist, hat er sowieso keine Sorgen gemacht. Und ja, also kann man sich nochmal angucken. Er hat auch mit Pedro Diaz gesprochen, der ja auch den Wallisch trainiert hat in Miami. Mhm. Und Pedro Diaz soll ihm halt gesagt haben, ich weiß nicht, ob es jetzt war oder schon früher, der war ja auch dann nicht da in der Ecke, sondern die hat nur in Miami trainiert und hat gesagt, der Diaz, er würde niemals in der Ecke von jemandem stehen, wo er weiß, dass er nicht gewinnen kann. Ja, naja, aber ja, ist irgendwie auch schade, weil ich will jetzt nicht so hart über den herziehen. Der hat halt sein Potenzial vergeudet, muss man sagen. Ne? Über die Jahre hinweg immer lange Auszeit gehabt, dann halt Aufbaugegner geboxt, Aufbaugegner, nichts Ernstes. Und dann kam dann mal ein routinierter Mann, einfach auch mit Hammer, der gegen Weltklasse-Leute im Ring stand, schon, und der hat das dann ihm da die Grenzen aufgezeigt, also, ja. Aber, guter Sieg für Hammer, WBO-Europameister, mal sehen, wie es für ihn weitergeht, er will nochmal oben angreifen, scheinbar, und also für ihn auch ein guter Jahresabschluss. Ja, du hörst nur zu, ne? Du bist wie so ein. Du sitzt da mit der Faust so unterm Kinn so und lauschst jetzt, ne? Gut. Nee, also ich habe ja auch meine Meinung zu dem Kampf. Hast du ihn gesehen auch? Ja, ich habe ihn gesehen. Also interessant, ich habe es auf YouTube gesehen, es gab 2 Videos davon, weil der als erste scheinbar abgebrochen wurde, als es dann nach Abbruch aussah und dann gab es noch den zweiten Teil. Ich habe natürlich zuerst die ganzen Kommentare, ich kam leider erst spät nach Hause, ich konnte es nicht live sehen, konnte ich dann auch leider nicht live wahrnehmen. Ich habe die ganzen Kommentare vorher gesehen. Wallisch, Frechheit, Katastrophe und unfassbar schlecht und keine Ahnung und so und so. Und ich habe mir die ersten Runden angeschaut und ich auch konditionell komplett am Boden und also ich habe das nicht so krass gesehen. Ja, also ich fand, es war
die ersten 3-4 Runden war es ein recht ausgeglichener Kampf. Christian Hammer hat den einen oder anderen besseren Treffer gelandet. Ich fand, Wallich sah flexibler aus, also hat sich besser bewegt, finde ich. War recht leichtfüßig sogar auf der Beinarbeit für einen Schwergewichtler, so meine Sicht darauf. Ich glaube, dass der Kopfstoß Wallich komplett umgehauen hat. Also ich habe das schon mal erlebt tatsächlich von einem Schwergewichtler, sagen wir mal 1-2 Niveaustufen darunter, aber auch keine Journeyman, sondern ein gutes deutsches Niveau, sage ich mal. Ja. Auch ungeschlagen gewesen, hat gegen einen Mann einen heftigen Kopfstoß kassiert, auch ohne Cut, und das hat den ganzen Kampf über beschäftigt, die ganze Zeit mit den Handschuhen darüber gefahren. Wenn du zum ersten Mal so einen richtig heftigen Kopfstoß kassierst und das halt nicht gewöhnt bist, und ich glaube, Christian Hammer ist halt jemand, der hat halt schon auch 50 Schläge heftig gegen die Rübe bekommen. Ja, der macht so einen Kopfstoß auch nicht mehr viel aus, glaube ich. Bei Michael Weich, glaube ich, war das, hat ihn komplett rausgebracht, und ich glaube, dass das halt auch ihn also wirklich komplett zerstört hat in dem Kampf. Das darf natürlich nicht passieren, und da erwarte ich auch von einem Boxer Kämpferherz. Ja, also das kann nicht passieren, keine Ahnung, so diese Luan Krasnitschi-Style, ich bleibe in der Ecke sitzen und sage, ich will nicht mehr, ja, und es war auch Wallich, der sich hinsetzt quasi in die Ringseite und sagt, nee, ich lasse mich hier auszählen, das ist für mich, das darf nicht passieren beim Boxen, aber für mich war trotz allem das keine gnadenlose, unterlegene Leistung von Wallich und keine Ahnung, was ich da alles gelesen habe, ich glaube, das war sehr skurril, was in dem Kampf passiert ist, ja, so dass man es nicht 100% genau bewerten kann, das ist so meine Sicht darauf. Ich hätte den Kampf halt wirklich gerne einfach richtig gesehen, also wie es richtig läuft. Ja. Ich fand auch das Runterdrücken und Schlagen von Hammer, das kann man auch anders werten, glaube ich, oder anders sehen. Klar ist Protect Yourself All Times, ist mir klar, aber ja, wenn kein Break-Kommando ist, dann kannst du halt nicht stehen bleiben. Ja. Ist einfach so. Ja, aber dann war es vielleicht ein Fehler, den er da gemacht hat, ja, zu sagen, okay, da habe ich mich halt nicht gedeckt oder geschützt, aber ich sehe jetzt nicht, dass er da so gnadenlos abgeschlachtet wurde, wie es teilweise. Also ich kann sagen, ich habe es ja hautnah gesehen, ich habe ihn ja beobachten können, ja. Der hat schon stark geschnauft, auch nach 3 Runden schon. Okay. Also der hat wirklich geschnauft, und er sah auch nicht aus, als wenn er selbstbewusst gewesen wäre danach. Okay. Also wirklich auch schon vor diesem Kopfding. Ich glaube wirklich, dass er auch keinen Bock hatte. Mehr, also auch, ja, vielleicht wurde es durch den Kopfstoß beschleunigt, und vielleicht war der Kopfstoß auch nicht so hart. Ich konnte es auch schwer sehen aus der Position, wo ich war, ja. Ob wie hart die gegeneinander geknallt sind. Ja, weiß man nicht. Also für mich, Maya, ja, es ist konditionell sehr schlecht aus, und das kann nicht sein nach so einem harten Camp auch, dass du dann nach 3 Runden pumpst, und so viel hat er ja auch nicht gemacht. Naja, aber gut, wir haben genug gesprochen über den Kampf. Okay. Hatten wir noch einen Kampf in Hamburg? Ja, klar. Wir hatten noch Karo Murat, Kampf des Abends, Karo Murat. Sven Vornling. Genau. Das würde ich sagen, können wir nächste Woche mal beim Jahresrückblick erwähnen. Also ein nationaler Kampf des Jahres, das könnte dabei sein. Hm. Vornling fing gut an auch, und dann hat Murat ihn regelwidrig niedergeschlagen nach dem Break-Kommando. Ja. Also, das ging gar nicht, und da hätte er schon Punkt abgezogen werden müssen, eigentlich. Wurde nicht getan, das kam dann erst später. Also, Murat sehr dreckig teilweise, auch Hinterkopfschläge und nachgeschlagen und so. Und Vornling hat sich dann wieder gefangen nach diesem frühen Schock sozusagen in der ersten oder zweiten Runde, glaube ich. Und hat dann sehr gut geboxt, ne? Hat den sehr gerade, diszipliniert geboxt, einfache Treffer gesetzt. Also hat mich sehr positiv überrascht, der Schwede. Den hatte ich gar nicht auf der Rechnung. Sehr gute Leistung. Murat hat sich aber auch den Arm verletzt, linken Arm, konnte den kaum einsetzen früh. Und das war damals für ihn sehr schwer. Konnte nur noch Einzelhände schlagen und nicht in Kombination. Und Vornling hat dann das gemacht und hat aber in der 12. Runde nochmal am Boden gelegen. Also da kam der Murat, hat nochmal gekämpft, zurückgekämpft, nachdem er auch einen Punktabzug bekommen hat. Und hat dann nochmal den Vornling zu Boden gebracht in der 12. Runde. Das war richtig dramatisch, hat es dann aber geschafft. Richtig geiler War, muss ich sagen. Also großer Kampf, ja. Der hätte es verdient gehabt, dass man den auch, sagen wir mal, nicht nur im Regional sieht, also das wäre der wirklich auch auf großen, also der ist für so ein Kampf für Sport 1 auf jeden Fall gewesen. Ja. Hammerding, und neuer IBO
Weltmeister Sven Vornling, der ja auch von EC ist, die mussten ja, von EC Boxing, die mussten ja vorher eine Münze werfen, welcher Trainer wo ist, ne? Das haben die so gemacht. Dann war halt in dem Fall Georg Bramowski bei Karo Murat und Bülent Baza bei Sven Vornling in der Ecke. Also, wir gingen aber dann im Nachhinein auch sehr fair miteinander um. Also, ja, großartige Leistung von Sven Vornling, der dann auch in Tränen aufgelöst war. Also, großes, das war wirklich Werbung für den Sport. Geiler Kampf. Hätte ja, war sozusagen der Hauptkampf, der eigentliche. Ohne jetzt sozusagen die Leistung von Formella zu schmälern, aber das war so vom Kampf an sich der beste. War ein großer Kampf, große Veranstaltung auch, muss man echt sagen. Also tolle Kämpfe und schön gemacht. Ja, gerne mehr davon, EC Boxing. Ja, blicken wir nochmal nach vorne. Was passiert in der kommenden Woche? Was passiert am kommenden Wochenende? Im Schwergewicht haben wir mit Sicherheit einen sehr interessanten Kampf. Dillian White gegen Delboy Derek Chisora. Ja, da dürften die Rollen klar verteilt sein. Das britische Duell dürfte meiner Meinung nach klar an Dillian White gehen. Ich weiß nicht, ob du da eine andere Meinung hast. Nö, wenn er muss halt nur, darf sich halt nicht auf so eine Battle einlassen wie beim ersten Mal. Ich denke auch, dass er boxerisch gewachsen ist in den letzten 2 Jahren. Und vielleicht ein bisschen mehr der Führhand boxt, cleverer boxt, dann denke ich, sollte er gewinnen. Ich weiß nicht, ob er vorzeitig gewinnen kann, weil Chisora halt einfach auch so ein harter Typ ist. Ich sag mal, ein ordentlicher Punktsieg, 117, 111 ungefähr von Dillian White, ja. Okay, auf der Undercard haben wir noch einen Mann, den du wahrscheinlich wieder genau beäugen wirst, Joshua Buazzi. Du hast ihn auch als Talent der Woche vorgestellt und ja, beobachtet ihn, glaube ich, schon längere Zeit. Carlos Takam wird kämpfen in der O2 Arena. Wen haben wir noch? Ryan Walsh wird kämpfen gegen Reese Bellotti. Ja, und ein WM-Kampf noch im Fliegengewicht. Christopher genau. Rosales gegen Charlie Edwards. Würde ich mir auf jeden Fall auch auf jeden Fall angucken. Das könnte ein richtig, richtig feines Duell werden. Also wer auch die kleineren Männer gerne mal sieht, der sollte den Kampf gar nicht unbedingt angucken. Also ist eine ordentliche Undercard. Joshua Buazzi gegen Ronald Quinlan, Boxer Ronald Quinlan, hat der mal gegen Daniel Gill geboxt, hat den ausgenockt. Ja, Daniel Gill kennen wir ja auch noch, der damals Felix Sturm entthront hat. Also, das ist ein ordentlicher Gegner für den Kampf jetzt, für den 9. Profikampf. Ja, es ist eine ordentliche Karte. Ich muss aber sagen, dass ich die andere Karte in England, über die wir jetzt sprechen, einen Ticken besser finde noch. Warrington gegen Frampton. Genau, das ist die Karte, die wir da haben in Manchester. Was erwartet uns da? Schieß los. Jo, da haben wir den Hauptkampf im WM, IBF, im Federgewicht. Josh Warrington gegen Carl Frampton, das Duell schlechthin sozusagen in der Gewichtsklasse, zumindest in England. Warrington hat ja einen fabelhaften Sieg im Sommer gehabt gegen Lee Selby, den hat er überraschend entthront und jetzt gegen Carl Frampton. Wenn er den schlägt, ist für mich Warrington, gut, Usyk ist natürlich auch da, aber für mich fast Anwärter auf Boxer des Jahres. Also wenn er zwei starke nationale Konkurrenten sozusagen aus dem Weg räumen, das wäre eine Nummer. Ich glaube aber, dass Carl Frampton stilistisch doch leicht im Vorteil ist, weil Warrington ist halt so ein Wühler, der auch nach vorne marschiert, der viel arbeitet und ich glaube, dass Frampton, dem es der sehr gute kurze Kombination und so weiter schlägt, dass denen das relativ entgegenkommt. Deswegen tippe ich auf einen Punktsieg von Carl Frampton und einen neuen Weltmeister. Es ist aber ein spannendes Duell. Dann haben wir da noch einen schönen British Title Fight zwischen Mark Heffron und Liam Williams im Mittelgewicht. Ja, dann haben wir im Schwergewicht noch einen Kampf. Nathan Gorman boxt gegen Razvan Kojanu. Kojanu sollte eigentlich letztes Wochenende boxen gegen Daniel Dubois. Dubois, krankheitsbedingt ausgefallen, also erkältet oder Grippe oder so. Und Gorman sollte gegen Alex Liepai boxen. Kennst du den noch? Ja. Sagt er denn noch, der mal gegen Klitschko nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Ja, der ist ausgefallen und haben es halt so gedeichselt, dass Gorman, der sowieso auf der Karte boxen sollte, dann halt statt gegen Liepai gegen Kojanu boxen sollte. Der wurde dafür reingeschoben, ist auch ein guter Gegner eigentlich für Gorman. Und noch ein ganz interessanter Kampf auf der Undercard im Mittelgewicht. Zwei, sagen wir mal,
die waren, sind jetzt, sagen wir mal, über den Zenit hinaus, aber waren vor ein paar Jahren auf jeden Fall ganz oben im Mittelgewicht anzusehen. Martin Murray gegen Hassan Endam-Jikam. Hassan Endam kennen wir aus seinen Kämpfen, seinen WM-Kämpfen gegen Peter Quillen und unter anderem gegen auch gegen David Lemieux, gegen Ryota Murata. Hat er jemals verloren teilweise, ist aber eigentlich immer ein ganz guter Mann, sehr beweglich. Und Martin Murray, den kennen wir ja auch damals, gegen Sturm geboxt, gegen Abraham, gegen viele andere. Könnte doch ein ganz interessantes Duell werden. Auch gegen Golovkin, spät K.O. gegangen, ne? Genau, in Monaco damals. Martin Murray, ja, genau. Hm. Und noch nicht zu vergessen, Tyson Furys Bruder Tommy, der kleine Bruder, 18 glaube ich, ist er auch 19, gibt sein Profidebüt. Auf der Undercard ist allerdings im Halbschwergewicht unterwegs, ist, glaube ich, der Halbbruder. Also ist nicht der, sieht auch komplett anders aus. Also hat auch keine Ähnlichkeit mit Tyson Fury. Auch was die körperliche Seite angeht, also der ist richtig austrainiert. Das sieht man bei den Furys ja nicht so. Also die haben ja nicht so das Mega-Sixpacks. Das hat Fury, also Tommy auf jeden Fall. Er wird trainiert von Ricky Hatton auch. Also mal sehen, wie er sich dann bei seinem ersten Kampf schlägt. Also ich finde, und Bully Joe Saunders boxt auch noch auf der Karte einen Aufbaukampf. Stay Busy-Kampf gegen Soltan Serra. Also jede Menge Unterhaltung sollte da geboten sein. Und ja, dann können wir gleich mal, wollen wir gleich schon zur nächsten Karte, möchtest du noch was erwähnen? Die Charlo-Brüder wollen ja noch antreten, ne? Wollen ja jeweils Titelkampf, beziehungsweise Interimstitelkampf WBC, Jamal Charlo gegen Matt Korobov. Da geht es um den Interim-WBC-Gürtel im Mittelgewicht. Korobov ist ein gebürtiger Russe, glaube ich, der aber für Amerika in den Ring steigt. Naja, das sagen die öfter. Naja. Das ist, glaube ich, gar nicht der Fall. Also ich glaube, ich weiß nicht, das ist wahrscheinlich beim Verband auch irgendwie Amerika. Ja, bei wem du gemeldet bist. Mal und so. Genau. Also der wird schon unter russischer Flagge boxen. Okay. So ist es nicht. Und der kämpft ist ja gegen Jamal Charlo. Ja. Soll ich mal kurz, sollte ja eigentlich ein anderer Gegner kommen, sollte er gegen Willie Monroe Jr. boxen, genau. Der gute Charlo. Der ist jetzt von der WADA getestet worden, positiv auf Steroide in der Woche. Ganz genau weiß man das nicht, es ist irgendeine unbekannte Substanz, es muss noch näher erläutert werden und dann herausgefunden werden. Auf jeden Fall wurde er da positiv auf was getestet. Das heißt, der ist raus und dass sie absolut auf die Schnelle noch so einen guten Gegner bekommen haben, das überrascht mich. Eine Woche vorher. Und ich würde sagen, Korobov ist stärker als Monroe sogar. Also, ich sehe zwar Charlo im Vorteil, weil Korobov sehr inaktiv war in den letzten Jahren, aber der ist nicht schlecht. Der war Amateurweltmeister. Der hat José Uzcategui vor ein paar Jahren im Mittelgewicht richtig vorgeführt. Ne? Also, das muss man mal nicht. Also, der hat den mehrfach am Boden gehabt und so weiter. Also, der ist schon was hinter und hat auch gegen Andy Lee, als er da K.O. gegangen ist spät, den Kampf eigentlich gewonnen gehabt schon, aber dann hat sich was gefangen. Also war da der dominante Mann. Also Derek Edwards geschlagen. Ne? Ja, und unterschätzen darf man den nicht, obwohl er 35, wie gesagt, inaktiv. Ich denke, dass Charlo das Ding gewinnt, aber wenn er ihn unterschätzt, könnte es da vielleicht ein paar Probleme geben. Jamal Charlo haben wir auch noch im Event, der kämpft da gegen Tony Harrison. Das sehe ich enger, du. Das sehe ich aber deutlich enger. Also, Harris hat zwar jetzt nicht das Kinn, ne? Der ist da ein bisschen anfällig. Der ist aber, hier kämpft Jamal mal gegen jemanden, der gleich groß ist oder größer ist sogar als er, längere Reichweite hat und ein bisschen Power. Also, Harris ist ja auch einer aus dem Kronk Gym von Emmanuel Stewart, ehemalig, und so ein bisschen dieser Tommy Hearn-Style, langer, schlaksiger Typ mit langen, harten Händen. Das könnte interessant werden. Siehst du da Upset-Potenzial, wollte ich gerade sagen. Ja, sehe ich. Okay. Also, da muss sich Jamal auf jeden Fall strecken. Es kann sein, dass er ihn in Harrison spät ausknockt. Ne? Mhm. Das kann sein, dass Harrison gut aussieht, die ersten 6 Runden und dann einbricht hinten raus. Das kann passieren. Aber auf jeden Fall ist ein Upset-Potenzial ist auf jeden Fall vorhanden. Siehst du das denn auch bei Carlos Negron gegen Dominic Brazil? Ja, weiß ich nicht. Ist eine große Unbekannte. Ist ein interessanter Kampf, ne? Carlos Negron. Riesentyp, ne? 1,98. Hat aber im Halbschwergewicht angefangen, muss man auch mal sehen. Vor über 10 Jahren war er auch bei Olympischen Spielen in der Gewichtsklasse unterwegs. Ganz komische Karriere. Und ist jetzt im Schwergewicht angekommen. Ist jetzt ein richtig ordentlicher Schwergewichtler. Also mit, weiß ich nicht, 108 Kilo oder so, 1,98. Und weißt du, gegen wen er verloren hat? Ja, ich weiß, gegen Epifano Mendoza.
Das ist so ein der Freund. Ach, den kennst du auch. Ja, ja, ja. Das ist ein geiler Typ. Das ist ein geiler Typ. Epifanio Mendoza habe ich gesehen gegen Hüseyin David Mohamed, der jetzt den Wilder Fury Kampf als Co-Kommentator bei The Zone kommentiert hat. Deutscher Schwergewichtler. Hat auch Sparring mit AJ gemacht und sowas. Und der hat gegen ihn gekämpft in Köln. Ich war Ringsprecher. Und das ist ein Typ, der Mendoza, also du siehst halt, dass er was drauf hat, dass er richtige Skills hat, immer hat teilweise mit Scherendeckung da gearbeitet, so, ja, und hat auch nichts wirklich gefangen und ist dann in der vierten oder fünften Runde rausgegangen, aufgrund von Schulterverletzungen, wie es halt häufiger dann so ist, ne? Ist immer mit einem Lächeln da rausgegangen, hat dann auch ab und zu mal kurz angedeutet, dass er wirklich was kann, einfach. Also der war früher, glaube ich, echt ein guter Mann. Der hat gegen Chad Dawson 2007, ich habe nochmal nachgeforscht, um eine WM geboxt im Halbschwergewicht. Und Chad Dawson war ja auch richtig, richtig stark damals. Ja. Der Mann im Halbschwergewicht, gegen den hat er damals geboxt. Das ist so ein interessanter Karrierenverlauf. Auf jeden Fall hat er ja den Negron damals ausgenockt. Wer weiß, das war sogar im Schwergewicht, ne? Ja, es war sogar im Schwergewicht. Wer weiß, also ich glaube, deswegen vermute ich fast, den Kampf gibt es auch auf YouTube. Ich vermute fast, dass der Negron ein Glaskin hat. Ja, also das auf da an der Tatsache würde ich es vermuten und das kannst du auch nicht verdecken mit 10 Kilo mehr auf den Rippen, auch mit Muskelmasse. You can put muscles on the chin, ne, sagt man ja immer so schön. Genau. Und da denke ich, der Brasil, der hat auch schon eine Kelle. Die darf man nicht unterschätzen und ich glaube nicht, dass Negron genug Power hat, um den Brasil, der wiederum richtig wegstecken kann, auszunocken. Das heißt, erste 4-5 Runden, würde ich sagen, haut Brasil den Negron K.O. Und ja, war lange raus, Brasil, über ein Jahr. Und dann mal sehen, vielleicht kriegt er doch noch seinen Shot irgendwann. Genau. Um eine Weltmeisterschaft, ja. Nächste Woche werden wir zwei Jahresrückblick aufzeichnen, was bedeutet, wir werden dann natürlich kurz schauen, was ist passiert letzte Woche, ganz schnell, auch vielleicht, dass wenn noch eine Bombe gezündet wird, dass wir darüber sprechen werden, eventuell dann die Rückkehr von Wladimir Klitschko, vielleicht können wir die ja verkünden. Ansonsten werden wir uns das vergangene Boxjahr anschauen. Wenn ihr dazu Fragen habt oder Themen, die wir ansprechen sollen, schreibt uns die gerne. Wie gesagt, wir werden alle Fragen, auch die ernst gemeint sind, beantworten und gerne darauf eingehen. Ja, ansonsten bleibt uns nichts weiter, als euch eine schöne Restwoche zu wünschen. Wir freuen uns auf eine tolle kommende Woche. Viele tolle Duelle, gerade in England. Ja, Finn, gibt es von deiner Seite was zu ergänzen? Nö. Von mir nicht. Ich freue mich jetzt, ne? auf die letzte Ausgabe. Das machen wir, ja, darf ich sagen, einen Tag vor Heiligabend nehmen wir das auf. Genau. Dann sind wir schon quasi in vorweihnachtlicher Stimmung. Das wird schön, glaube ich. Und dann nehmen wir uns dann genug Zeit auch für eure Fragen. Aber nicht zu viel. Wir können jetzt nicht sagen wir, eine ganze Ausgabe nur damit machen, aber wir nehmen uns da schon mal so 10, 15 Minuten Zeit, um dann ein bisschen was zu diskutieren. Da kennen wir nichts. Da sind wir nah am Volke sozusagen. Ja, genau. So. Das klang wie ein Politiker jetzt. Genau. Deshalb beenden wir das Ganze schnell. Lieber Finn, danke für deine Zeit. Wir hören uns nächste Woche. Bis dann. Mach's gut, ciao. Ciao.